Bücherfreunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil der riesigen Neuzugänge der letzten Zeit. Denn ja, wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, hatte ich leider keine Zeit, ein Neuzugänge-Video zu drehen, bevor ich umgezogen bin, beziehungsweise bevor dieser ganze Renovierungsstress angefangen hat. Und deshalb habe ich jetzt ganz, ganz viele Bücher für euch. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr ihn entweder gerne nach diesem Video anschauen, er ist auf jeden Fall hier irgendwo verlinkt, oder ihr fangt jetzt damit an. Von der Reihenfolge her ist es im Prinzip egal. Aber ich glaube, dass ich im ersten Video ein bisschen mehr Infos vorab noch gebe, aber wie dem auch sei, lasst uns doch einfach mal anfangen. Ich fange mit vielleicht den Rezensionsexemplaren an. Und zwar haben mich vom Lux Verlag einige Rezensionsexemplare erreicht, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich habe dazu auch ein paar auf meiner Instagram-Story bzw. in meinem Instagram-Profil vorgestellt. Und zwar ist es zum einen Save You von Mona Kasten. Das ist der zweite Band dieser Maxton Hall-Reihe. Hier geht es weiter mit Ruby und James. Und da der erste Band ein extremer Cliffhanger war, freue ich mich jetzt sehr darauf. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon angefangen. Ich habe gestern erst angefangen auf Seite 80. Es lässt sich auch wieder mal sehr schnell lesen. Das kommt mir gerade jetzt in dieser Zeit, in der ich viel anderes zu tun habe, sehr zugute. Und bisher gefällt es mir auch immer noch wieder sehr gut. Also den ersten Band fand ich auch ganz toll und ich hoffe, dass der zweite auch wirklich gut sein wird. Dann vom Lux Verlag habe ich noch bekommen Victorian Rebels, der erste Band von Kerrigan Byrne. Das ist mein schwarzes Herz. Und dieses Buch spielt in Schottland. Was ich richtig toll finde, denn Schottland ist im Prinzip so ähnlich wie Irland, beziehungsweise alles, was hier von der Insel kommt, also Großbritannien, Irland. Ich liebe das einfach, deswegen, ja, habe ich dieses Buch direkt angefragt. Es ist auch mal wieder so ein bisschen Richtung New Adult gehend, vielleicht auch eher Erotik. Da versuche ich mich ja jetzt gerade immer mehr dran, auch diese Bücher des Genres zu lesen, denn bisher war ich da immer ein ziemlich großer Gegner davon, aber durch Mona Kastens Buch Save Me konnte ich das revidieren und möchte jetzt immer ein bisschen mehr noch ausprobieren. Und da habe ich natürlich dann die Chance ergriffen, als mir der Lux Verlag einige neue Bücher durch den Newsletter eben vorgestellt hat. Und das war dann auch dabei. Hier geht es um eine Frau, die bei Scotland Yard arbeitet. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ihr Name ist. Farrah McKenzie. Und sie ermittelt gegen den berüchtigten, oder beziehungsweise sie begegnet dem berüchtigten Verbrecher Dorian Blackwell. Und man sagt, dass sein Herz wie die schwarze Hölle sei, deswegen auch dieser Titel Mein schwarzes Herz. Aber irgendwas braut sich zwischen den beiden auf, ob jetzt Farrah McKenzie wirklich gegen ihn ermitteln muss oder ob es einfach ein Glücksgriff war, dass sie ihm jetzt begegnet ist und ob sie dann gegen ihn ermittelt. Dadurch, dass sie ihm begegnet ist, wahrscheinlich ist er nämlich immer auf der Flucht vor Scotland Yard. Das erfährt man dann jetzt in diesem Buch, denke ich. Ich hoffe, dass es nicht sehr klischee-mäßig sein wird. Aber ja, Schottland ist kein Klischee. Scotland ist Scotland. Schottland ist toll, deswegen ich hoffe, dass es mich dann begeistern kann mit diesem Setting. Und natürlich von der Story her auch. Außerdem habe ich da noch bekommen vom Lux Verlag Vicious Love, Sinners of Saint von L.J. Shen. Das Buch habe ich schon etwas länger hier, also ich glaube 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht. Das muss dann auch bald gelesen werden von mir, aber hier freue ich mich auch sehr drauf. Hier geht es um Emilia Barron, glaube ich. Ne, Emilia LeBlanc, so rum, die nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder Baron Vicious Spencer begegnet. Und früher hat sie diesen Baron eben, also Vicious, gehasst nahezu. Aber irgendwo war da auch ein Stück Liebe mit dabei. Und diese Hassliebe hat sich dann jetzt scheinbar, nachdem sie ihn nach 10 Jahren wieder sieht, auch nicht wirklich geändert. Wie steht es hier hinten drauf? Man sagt, dass Liebe und Hass ein und dasselbe Gefühl sind, nur unter verschiedenen Vorzeichen erlebt. Bei beiden empfindet man Leidenschaft und Schmerz.
Ich habe das nie geglaubt, bis ich Baron Spencer traf. Also diese Kombination aus Liebe und Hass, dass das nicht sehr verschieden ist und immer miteinander zu tun hat, das erfährt, wie heißt sie jetzt nochmal, Emilia. Ich hab's echt nicht mit Namen. Emilia dann eben anhand des Typen Baron Spencer. Und ich fand es mit dieser Kombination von Liebe und Hass eben sehr interessant. Es kann natürlich immer, je nachdem, wie man das auslegt, auch hier im schlimmsten Fall wieder klischee-mäßig werden. Aber da mich bisher der Lux Verlag mit seinen Titeln überzeugen konnte, hoffe ich auch hier oder beziehungsweise bin ich überzeugt davon, dass mich diese Kombination hier begeistern kann. Und ich habe auch schon Gutes zu diesem Buch gehört. Ich glaube allerdings auch ein paar negative Stimmen, aber bisher waren die positiven Stimmen so, dass es mich dann auch überzeugen könnte. Also es waren alles Menschen, denen ich da sehr vertraue bei ihrer positiven Meinung. So, ich habe noch 4 weitere Rezensionsexemplare und zwar wäre das zum einen von Lauren De Stefano, Fallende Stadt aus dem CBT Verlag. Das wurde mir eben vom Blogger Verlag zur Verfügung gestellt. Das hatte ich angefragt online. Und auch hier hat es wieder ein bisschen was mit Höhen zu tun. Also es ist auf jeden Fall eine Dystopie. Und zwar geht es um die schwebende Stadt Internment. Und das hat sich eben auch sehr interessant angehört mit dieser schwebenden Stadt. Also wie genau das sein kann oder wie das funktionieren kann, das hoffe ich, dass es gut erklärt ist in dem Buch. Und das erste Mal passiert in dieser Stadt dann ein Mord. Also scheinbar sind die Regeln hier so gut gehandhabt, dass eigentlich bisher alle immer friedlich miteinander leben konnten, bis dann plötzlich eben ein Mord passiert. Auf einmal stellt Megan die Regeln von Internment in Frage und ist völlig unvorbereitet auf das, was sie entdeckt. Und genau dieser letzte Teil des Satzes, den ich jetzt eben vorgelesen habe, der hat mich davon überzeugt, dass das Buch auf jeden Fall was für mich ist, weshalb ich es dann angefragt habe. Und das ist auch eins, das unter den nächsten Büchern dann sein wird, die ich beginnen werde, beziehungsweise hoffentlich dann auch vorstellen kann in einem Lesemonat. Ebenfalls vom Bloggerportal habe ich dann noch Artemis von Andy Weir bekommen. Das hat ja ebenfalls Patty gelesen und sie fand es nicht so gut wie der Marsianer. Allerdings habe ich den Marsianer bisher noch nicht gelesen. Das hat mir mein Bruder mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich bin mir nicht sehr sicher, geschenkt. Und ich habe es leider immer noch nicht gelesen. Aber das, was hier auf dem Klapptext stand, hat sehr, sehr, sehr cool sich angehört, denn es geht um eine Stadt auf dem Mond. Also wieder mal so ein bisschen Science-Fiction, ein neueres Setting, eine neue Stadt. Und irgendwie interessiert mich das momentan sehr. Es gibt 2000 Einwohner, viele Millionäre, Wissenschaftler und Touristen, aber es gibt auch eine Kriminelle. Und ja, irgendwie haben die beiden eine Ähnlichkeit, finde ich. Allerdings ist das eben auf dem Mond und Andy Weir soll ja auch sehr bekannt sein für seine Science-Fiction-Stories, gerade eben durch den Marsianer. Vielleicht wäre das mal so irgendwie ein cooler Vergleich oder so. Wenn ihr darauf Lust habt, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Und ein ganz anderes Genre habe ich dann eben auch noch angefragt beim Bloggerportal. Und zwar ist das Die letzte Stunde von Minette Waters, ein historischer Roman. Ja, ich interessiere mich ja auch immer mehr für dieses Genre, also historisch oder Geschichte im Prinzip interessiert mich schon ewig. Also ich war, würde ich jetzt mal von mir behaupten, ein Geschichtsass in der Schule. Ich habe Geschichte geliebt, ich habe es geliebt, Zahlen auswendig zu lernen und Ereignisse und ja, deswegen habe ich dieses Buch dann oder beziehungsweise deswegen interessiere ich mich jetzt auch immer mehr für das Genre. Früher habe ich dann doch eher gedacht, dass es vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber eigentlich liegt es ja dann nahe, wenn ich Geschichte liebe, dass mir dann auch diese Geschichten gefallen. Naja, hier geht es auf jeden Fall um die Pest. Und solche Geschichten habe ich bisher noch nicht gelesen. Aber ich hoffe, dass es cool ist. Also der Schwarze Tod, wie ja die Pest auch genannt wird, interessiert mich auch sehr. Also ich fand gerade in Geschichte auch das Mittelalter sehr interessant, als wir das thematisiert hatten. Und es spielt in Südengland im Juli 1348. Aber ich habe bisher eben noch keinen historischen Roman gelesen, der so weit in der Zeit zurückgeht. Und ich wollte es jetzt gerne mal ausprobieren mit diesem Buch.
Das letzte Rezensionsexemplar ist dann der zweite Band von Shadow Dragon. Und wie ihr seht, auch diesen lese ich gerade. Das ist der Dunkle Thron. Ich habe ja den ersten Band im Mai gelesen und fand ihn wirklich toll. Also ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Da war das einzige Problem, dass ich die Dreiecksgeschichte, die hier oder die thematisiert wurde, nicht so mochte. Die sich dann aber am Ende des Buches aufgelöst habe, weshalb ich hoffe, dass ich dann diesem Buch 5 Sterne verleihen kann. Hier geht es eben weiter mit Kai, die sich ja als Prinzessin Noriko ausgegeben hatte oder ausgeben musste, da dass das Königspaar vorgeschlagen hatte, weil Noriko durch einen Überfall befallen wurde und dann, verletzt wurde und dann nicht an der Kaiserkrönung teilnehmen konnte. Und da Kai ihr eben sehr ähnlich sieht, ist sie dann im Namen von Noriko dorthin gegangen. Ja, und hier geht es dann weiter und es hat dann auch immer noch ein bisschen mehr mit diesem Shadow Dragon, mit den Drachen an sich zu tun und das finde ich einfach genial. Ich freue mich darauf, wieder in diese asiatische Geschichte mich reinfallen zu können. Ja. So. Jetzt blinkt mein Akku und das ist gar nicht gut. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen durchhält. Ich habe nämlich noch ein bisschen was. Aber wenn nicht, dann muss ich euch den nächsten Teil eben heute Abend abdrehen oder ja, irgendwie schauen, wie ich das noch mache. Aber ich mache jetzt einfach mal schnell weiter, bevor das ausgeht. Ich habe mir noch den zweiten Band der Scythe-Trilogie gekauft von Neil Schusterman, Der Zorn der Gerechten. Auch hier lese ich gerade das. Das habe ich auch in einer Leserunde angefangen zu lesen. Allerdings sind mir die anderen dann so gut wie weggerannt. Also ich muss jetzt schauen, wie ich hinterherkomme. Ich möchte mir aber für das Buch Zeit lassen, da es noch nicht ganz absehbar ist, wann der dritte Band rauskommt. Ich glaube nämlich erst nächstes Jahr im September oder sowas. Und das wäre echt schlimm. Ich fand den ersten Band ja richtig cool und ich denke, dass mir der zweite auch sehr gut gefallen wird und dann wäre das einfach schade, so lange warten zu müssen. Also mal schauen, wann ich das dann letzten Endes beende. Hier geht es auf jeden Fall weiter mit Rowan und Citra, die ja Scythe-Lehrlinge waren. Also Scythe sind im Prinzip Sensemänner, die in einer Welt, in der es nur Unsterbliche gibt, die Sterbensquote aufrechterhalten müssen und dann Leute umbringen, ohne dass diese dann wiederbelebt werden können. Aber eigentlich kennt, denke ich, jetzt von euch so gut wie. So, jetzt ist natürlich das eingetroffen, was ich nicht gehofft hatte. Mein Akku war leer, bevor ich fertig war mit dem Video. Aber ich habe ihn jetzt etwas aufgeladen und hoffe, dass das ausreicht. Wir werden sehen. Ja, das letzte Buch, das ich gezeigt hatte, war Scythe. Ich war aber im Prinzip eigentlich fertig mit meinem Satz. Ich hoffe, dass meine Kamera jetzt nicht irgendwas abgeschnitten hat, was noch wichtig gewesen wäre. Aber ja, der zweite Band zu Scythe ist eben bei mir eingezogen und ich denke, dass viele von euch dieses Buch kennen und vielleicht sogar schon gelesen haben. Weiter geht es dann mit einem nächsten zweiten Band und zwar ist es Palace of Silk, die Verräterin von C.E. Bernhardt aus dem Penhelligen Verlag. Hier hatte ich ja den ersten Band rezensiert, also das war ein Rezensionsexemplar. Dieses Buch habe ich mir jetzt selbst gekauft. Und ich freue mich sehr darauf, wie es mit unserer Protagonistin Rhea weitergeht, die ja Leibwächterin des Kronprinzen Robin war, in einer Welt, in der man sich nicht berühren darf. Und ja, sie ist allerdings eine Magdalena, das heißt, dass sie dadurch, dass sie jemanden berührt, die Gedanken lesen kann, beziehungsweise auch beeinflussen kann dieser Person. Und ja, eigentlich ist das eben vom Königshaus her verboten worden, die Berührungen. Und ja, sie musste dann eben undercover agieren und natürlich ihre Gabe verstecken, was aber nicht sehr leicht war für sie. Wie es dann jetzt hier weitergeht, ich freue mich einfach nur wahnsinnig darauf. Und ja, ich hoffe, dass es auch so gut sein wird wie der erste Band. An Hardcovern habe ich mir auch einige Bücher gekauft und zwar zum einen Everless von Sarah Holland, Zeit der Liebe. Hier geht es darum, dass Zeit Geld kostet, also ganz grob gesagt. Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der Zeit das kostbarste Gut ist, in der die Reichen von der Zeit der Armen leben und dein eigener Vater seine Lebenszeit opfert, um dich zu retten. Also der Vater dieser Protagonistin, man weiß jetzt leider nicht ganz, wer das ist.
opfert eben seine Zeit für sie und generell alles, was so mit Zeit zu tun hat. Es gibt ja auch diesen Film mit Justin Timberlake. Den fand ich auch sehr toll. In Time hieß der, glaube ich. Und ich hoffe mir, dass dieses Buch so ähnlich sein wird. Hier habe ich auch nur Gutes gehört. Und ich finde auch das Cover echt cool. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Das musste bei mir einziehen. Genauso wie dieses Buch, das schon ewig auf meiner Wunschliste war. Es ist Constellation gegen alle Sterne von Gloria Gray. Denn hier geht es um Sterne. Er ist programmiert, sie zu töten. Sie ist bereit, ihn zu vernichten, bis sie sich näher kommen als gedacht. Also Constellation gegen alle Sterne, das sagt ja auch so ein bisschen aus, dass es eben Science Fiction ist. Ich hatte mir auch den Klappentext noch ausführlicher durchgelesen und auf Amazon stand auch noch mehr Information, weshalb ich es unbedingt haben wollte, weil das eben was auch mit den Sternen so zu tun hatte, was mich sehr interessiert. Steht jetzt leider nicht hier hinten drauf. Da steht eben nur dieses programmiert, um sie zu töten und dass sie sich eigentlich gegenseitig hassen, aber dann eben doch alles anders kommt als gedacht. Ja, ich kann euch jetzt leider nicht mehr sagen, weil ich vieles doch auch schon vergessen habe. Sobald ich es gelesen habe, wird dazu dann natürlich eine genauere Meinung bzw. auch Inhaltsangabe kommen. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es habe, denn ich habe es wirklich schon sehr lange auf meiner Wunschliste gehabt. Von den nächsten zwei Büchern, ich werde sie jetzt einfach mal auf einmal zeigen, habe ich schon so vieles Gutes gehört. Also hauptsächlich auch auf Instagram und ich habe dann auch ein Foto davon gemacht und das haben dann auch alle gemeint, dass ich eins der beiden auf jeden Fall lesen soll. Und zwar ist es zum einen Fire and Frost, Vom Eis berührt von Ellie Blake und Silberschwingen, Erbin des Lichts von Emily Bold. Hier geht es um die Gaben, irgendwie was mit Feuer und Eis hat es, glaube ich, zu tun. Ein Mädchen mit Feuer im Herzen, ein Krieger so kalt wie Eis. Um das Königreich zu retten, müssen sich Feuer und Eis verbünden. Und hier hat eben auch Patty sehr davon geschwärmt. Und hier hat es so ein bisschen was mit Engeln zu tun. Da die Person, um die es hier geht, durfte eigentlich nicht existieren und entwickelt dann scheinbar diese Silberschwingen. Was es damit genau auf sich hat, muss ich dann auch noch rausfinden. Aber es wurde mir eben auch sehr ins Herz gelegt. Und oh, ich habe einfach so viele tolle Bücher, die ich jetzt alle lesen muss. Am besten parallel und direkt zusammen und nie wieder arbeiten und einschließen. Und ja, na, ihr kennt das Problem. So, jetzt habe ich nur noch broschierte Ausgaben bzw. Taschenbücher für euch. Allerdings blinkt jetzt mein Akku schon wieder. Ich glaube, ich habe ihn nicht lange genug aufgeladen. Wir werden sehen, wie lange ich jetzt wieder durchhalte. Es ist bei mir Höllenkönig von James Abbott aus dem Penhaligon Verlag eingezogen. Dieses Buch war bei dem Fantasy-Regal dabei, also bei der Rubrik Fantasy. Ich finde allerdings, es sieht sehr historisch aus. Also so irgendwie nach Wikinger und sowas. Aber wenn man sich hinten auf dem Klapptext das genauer durchliest, dann merkt man auch, dass es tatsächlich um eine Fantasy-Geschichte geht. Denn dieser Höllenkönig. Ich kann gerade nicht mehr reden. Denn dieser Höllenkönig, wie er ja hier auch im Titel steht, der bewacht ein Gefängnis und er hat sich dafür freiwillig in Ketten legen lassen. Also er ist geheimnisvoll und kontrolliert die Häftlinge in einem Gipfel eines verschneiten, am Gipfel eines verschneiten Berges, inmitten einer todbringenden Einöde. Dort ist eben diese Höllenfeste, also ein Gefängnis, in dem die schlimmsten Verbrecher der Welt in lebenslanger Haft eingekerkert sind. Und dieses Gefängnis bewacht eben dieser Höllenkönig. Ja, und es stellt sich dann eben die Frage, welches entsetzliche Geheimnis er hütet und was in der geheimen Botschaft steht, die den Höllenkönig plötzlich seine Ketten sprengen lässt. Fand ich, hat sich sehr interessant angehört. Ich habe das jetzt auch schon in mehreren Neuzugängen-Videos gesehen und war sehr begeistert davon, weshalb ich es mir jetzt unbedingt auch neu kaufen musste. Und ja, ich finde dieses Cover auch sehr, sehr, sehr gelungen. Aber wie gesagt, ich hatte zuerst eben das Gefühl, es geht doch eher um was Historisches. Im Tauschpaket mit der lieben Secret of the Books habe ich gehabt, oder war eben dabei, Dreamkeeper von Joyce Winter, Akademie der Träume. Und hier hat
eben der Handel mehr oder weniger mit Träumen eine ganz essentielle Rolle. Und wenn es um Träume und um Zeit geht, die dann irgendwie verkauft werden oder mit denen man generell irgendwie Handel oder sowas begehen kann, das finde ich immer super interessant. Hatte ich ja auch das andere Buch euch schon gezeigt. Also, wie hieß es jetzt nochmal? Everless, genau. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Thematik, wie ich finde. Und hier hinten drauf steht, wer schützt deine Träume, wenn du schläfst? Und ja, es gibt eben diese Dream Intelligence, eine Agentur, die Träume der Menschen bewahrt oder bewacht und vor jeglichem Unheil schützt. Und als es dann plötzlich eben einen Angriff auf diese Dream Intelligence gibt, muss eine bestimmte Person kontaktiert werden. Das ist unsere Protagonistin Allegra, die irgendeine bestimmte Gabe im Hinblick auf diese Träume besitzt und sie kann als einzige scheinbar dann die Akademie retten. Ich fand das ein sehr, sehr, sehr interessantes Setting, eine interessante Story, weshalb ich es mir eben auch von Svenja gewünscht hatte und war sehr froh, dass es dann auch in meinem Tauschpaket war. Generell glaube ich, dass ich jetzt nicht alle Bücher des Tauschpaketes hier dabei habe. Soweit ich weiß, war das Buch auch da drin. Das Video ist jetzt schon etwas älter, aber ich hatte euch die Bücher eben nicht nochmal im Neuzugänge-Video gezeigt. Das dritte Buch war Wonder Woman von Leigh Bardugo. Das habe ich jetzt hier leider vergessen dazu zu legen. Ist bei mir momentan halt mit der Büchersituation ein bisschen schwierig. Also verzeiht mir, aber das habt ihr ja eigentlich schon gesehen. Und dann war hier noch Bird and Sword dabei von Amy Harmon, ebenfalls aus dem Lux Verlag. Also der Lux Verlag hat in der letzten Zeit einfach super tolle Neuerscheinungen, sehr, sehr interessante Bücher generell. Und hier geht es um ein stummes Mädchen. Also hinten drauf steht, ein Mädchen ohne Stimme, ein König in Ketten, ein Fluch, der sie vereint. Ja, und die Protagonistin in diesem Buch hat eben, wie ich schon erwähnt habe, keine Stimme mehr, denn sie wurde ihr von ihrer Mutter genommen, nachdem diese hingerichtet wurde. Und das hat, soweit ich weiß, damit zu tun, dass sie ein Geheimnis nicht verraten darf. Aber wie genau das dann nochmal weitergeht, das muss ich selber herausfinden. Aber viele, viele schwärmen von diesem Buch und ich hoffe, dass es mich auch begeistern kann. Ich finde ihre Haare so wunderschön und generell ist einfach ein klasse Cover, wie ich finde. Ebenfalls von vielen gefeiert wurde in der letzten Zeit Isara, das ewige Feuer von Julia Dippel. Und das musste ich mir dann eben auch zulegen, nachdem es in allen Tönen gelobt wurde. Hier geht es um ein Mädchen wieder mal. In der letzten Zeit habe ich sehr viele weibliche Protagonisten, die sich für ein ganz normales Scheidungskind hält. Sie lebt bei ihrer Mutter, die labil ist und verabscheut ihren reichen Vater, jobbt neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu können, etc. pp. Also eigentlich ein ganz normales Leben, bis dann plötzlich jemand versucht, sie umzubringen. Ja, und das ist eben Lucian, der Ari ganz weit oben auf seiner Abschlussliste hat, denn Ari ist die Tochter seines Erzfeindes. Und dieser Lucian ist scheinbar auch ein übernatürliches Wesen, aber mit der Zeit kommen sowohl Lucian als auch Ari einem Geheimnis auf die Schliche, das wahrscheinlich offenbart, dass doch viel mehr dahinter steckt, als sie zuerst gedacht haben. Und wahrscheinlich verlieben sie sich auch ineinander und es gibt mal wieder ein düsteres Geheimnis, das offenbart wird. Also bis auf die Liebesgeschichte, von der ich hoffe, dass sie nicht zu kitschig ist, habe ich sehr, 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 sehr hohe Erwartungen an das Buch, weil es eben mal wieder ein Fantasy ist und Jugendbuch und eigentlich genau nach meinem Geschmack ist, aber hier steht eben auch Romantasy drauf, weshalb ich nicht hoffe, dass es sehr kitschig sein wird, aber das, was ich bisher eben so gehört habe, war wirklich durchweg positiv, weshalb ich mich sehr darauf freue, wie natürlich auf alle Bücher hier. Es durfte auch mal wieder ein englisches Buch bei mir einziehen und zwar ist es von Philippa Gregory, The Constant Princess. Und daran schuld ist mal wieder Paddy. Sie hat nämlich ein Video hochgeladen, in dem es um ja, diese Rosenkriege-Trilogien geht oder beziehungsweise generell um historische Romane, um die ja, Zeit von Henry VIII, also Henry dem Achten. Und mich interessiert diese
Tudor-Phase von Henry dem 8. sehr. Und ich weiß, dass es dieses Buch nicht mehr auf Deutsch gibt, weshalb ich dachte, komm, dann liest du die Reihe einfach mal auf Englisch. Und habe mir dann eben hier dieses erste Buch, das, glaube ich, chronologisch das erste ist, aber nicht laut Erscheinungstermin. Also das fand ich auch sehr irritierend. Aber wenn man chronologisch liest, dann muss man eben mit Catherine von Aragon genau anfangen, so rum. Und dann kam, glaube ich, erst Anne Boleyn. Also zeitmäßig ist das hier das erste Buch und ich glaube, dass ich so auch anfangen möchte dann tatsächlich. Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich das auf Englisch meistern werde. Ich kann zwar gut Englisch, würde ich von mir jetzt wirklich behaupten, da ich ja auch im Ausland war und alles. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit historischen Romanen aussieht. Da gibt es, denke ich, sehr viele andere Wörter, dadurch, dass das halt wahrscheinlich dann auch zum Teil etwas älter geschrieben ist. Also zumindest das, was sie vielleicht sagen. Aber das werde ich dann herausfinden. Ich hoffe, dass ich es hinbekommen werde. Jetzt habe ich noch 4 Bücher, die ich euch gerne zeigen möchte. Und bei 2 bin ich mir gar nicht sicher, ob ich sie euch nicht schon gezeigt habe. Es ist nämlich zum einen Berühre mich nicht von Laura Kneidl und die komplette Trilogie von Will und Laken von Colleen Hoover. Ich bin mir zu 80% sicher, dass ich euch die beiden Bücher schon gezeigt hatte, da ich mir die Ende meines Arbeitsverhältnisses mit Weltbild gekauft hatte. Das war im Februar, soweit ich weiß. Aber ich war mir eben nicht mehr ganz sicher, ob ich sie nicht vielleicht doch vergessen hatte oder wie auch immer. Deswegen zeige ich sie euch jetzt mal noch ganz schnell. Aber ich glaube eigentlich schon, dass ich sie euch schon gezeigt habe. Aber egal. Jetzt habt ihr es wenigstens kurz mal gesehen. Und die letzten 2 Bücher, das sind ganz komplett neue Bücher für mich. Also die habe ich jetzt, glaube ich, erst vor 2 Tagen gekauft. Waren das nur die beiden? Ich glaube, ich hatte noch ein drittes Buch gekauft. Genau, und zwar war das Palace of Silk, habe ich mir auch im gleichen Rahmen gekauft. Also es war dann der 29.05., weil am 28. ist das Buch erschienen und ich bin dann genau am nächsten Tag hin. Habe mir dann außerdem noch die Chroniken von Azur von Bernhard Hennen gekauft. Bernhard Hennen gilt ja als einer der Urväter oder nicht Urväter, aber einer der Meister der Fantasy und ich musste jetzt unbedingt mal sein neues Buch ausprobieren. Ich bin ja, was Fantasy angeht, ein großer Fan, allerdings bisher immer eher nur Richtung Jugendfantasy. Und jetzt habe ich mir ja auch die Zwerge von Markus Heitz noch gekauft und möchte mich jetzt auch mal Richtung Erwachsenen-Fantasy ausprobieren. Und bin mal gespannt, wie mir das hier gefällt. Ich finde es wunderschön mit dem blauen Buchschnitt. Ich kann euch nicht wiedergeben, um was es hier genau geht. Es geht auf jeden Fall um die Geschichte der Welt Azur und ich glaube, dass die von schwarzer Magie irgendwie verfolgt wird bzw. droht, bald unterzugehen. Aber es hatte eben wieder mehrere Handlungsstränge, weshalb ich es euch jetzt gerade ganz, ganz schwierig wiedergeben kann. Also ich hatte hier reingelesen im Thalia und war sehr begeistert schon vom Anfang. Und dann dachte ich, ja, das probierst du jetzt mal, auch wenn das Buch 17 Euro kostet, was ich sehr viel Geld finde für eine broschierte Ausgabe. Aber es ist eine hübsche broschierte Ausgabe. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es auch für gut befinden werde. Ja, und am letzten Buch ist natürlich auch mal wieder Paddy schuld. Also irgendwann, glaube ich, echt schicke ich ihr eine Rechnung für die ganzen Bücher, die ich mir kaufe, wegen ihrer Rezension, Vorstellung, wie auch immer, sobald sie irgendwas über ein Buch sagt, das irgendwie in meine Schiene geht, in meine Richtung geht, dann bin ich angefixt und möchte es auch haben. Und so war es eben auch mit Die letzte Reise der Meerjungfrau oder Wie Jonah Hancock über Nacht zum reichen Mann wurde von Imogen Hermes Gowa. Und dieses Buch ist wunderschön. Es ist ein historisches Buch und spielt in London im 18. Jahrhundert und London und 18. Jahrhundert ist auch wieder super meins. Und hier geht es darum, dass Jonah Hancock eine Meerjungfrau trifft oder eben bekommt, in Anführungszeichen. Und ich glaube, diese Meerjungfrau dann auch verkaufen will. Leider
steht hier hinten drauf nicht so viel und ich habe es jetzt nicht nochmal ausgepackt, aber Paddys Zusammenfassung war hier einfach richtig gut und ich hatte das, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen und mir durchgelesen und fand auch schon damals, dass es sich super cool angehört hat und ja, jetzt habe ich dann gedacht, ich brauche es auch, ich muss es haben, ich will mir es kaufen. Und deshalb ist dieses Buch auch bei mir eingezogen. Ja, ich freue mich über jedes einzelne Buch. Ich würde, wie gesagt, gerne alle parallel direkt sofort loslegen mit dem Lesen. Aber das wird halt schwierig und deswegen hoffe ich sehr, dass ihr mir sagen könnt, welches der Bücher ich sofort lesen soll. Beziehungsweise als nächstes Save You hat jetzt erstmal ein bisschen Vorrang und auch Shadow Dragon, weil das sind ja auch Rezensionsexemplare und ja, bisschen was von der 18 für 2018 Challenge und dann noch andere Rezensionsexemplare, aber zwischendurch kann man ja auch mal ein eigenes gekauftes Buch lesen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Büchern in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!